Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Schwitzend und keuchend halte ich an. Ich habe das Gefühl, dass meine Lungen kollabieren und ich stütze mich auf meinen Knien ab. Hilfesuchend blicke ich mich um, doch in diesen Wäldern ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Hinter mir kommen Nina und Adrian an, die ebenfalls komplett verschwitzt und außer Atem sind. Was tun wir denn jetzt bloß? Fragt sie verzweifelt. Ihr Gesicht ist verdreckt und in ihren Haaren haben sich Blätter und Bruchstücke von Zweigen verfangen. Ihre Klamotten sehen matschig aus und sie hat Kratzer an den Armen. Auch Adrian sieht echt mitgenommen aus. Er hat eine tiefe Schnittwunde am Arm und ist vollkommen zerzaust. Ich weiß nicht, wir rennen hier schon seit Stunden rum und das auch gefühlt im Kreis. Wenn wir hier nicht bald rauskommen, werden sie uns erwischen, antworte ich. Wir sollten einen höheren Ort finden. Von dort aus können wir das Gebiet überblicken und bekommen vielleicht eine Ahnung, wo wir hinrennen müssen, sagt Adrian. Das macht es aber gefährlicher. Sie können uns so besser finden, entgegne ich ihm zerknirscht, obwohl ich ihm innerlich recht gebe. Es macht keinen Sinn, wie die Irren durch die Wälder zu rennen, in der Hoffnung, dass wir Hilfe finden. Wir müssen versuchen, Netz zu bekommen. Sie können uns doch auch so finden. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance, stöhnt er. Resigniert nicke ich und wir fangen an, uns den Weg hoch auf den Berg zu bahnen. Auf einmal schreit Nina auf und fällt zu Boden. Instinktiv werfe auch ich mich auf den Boden und erstarre. Nina hört nicht auf zu schreien und als ich zu ihr blicke, verstehe ich auch warum. In ihrer Wade steckt ein langer Pfeil. Wir müssen weiter, sagt Adrian grimmig und ich schaue ihn entsetzt an. Nina kann uns vor lauter Schluchzen und Schmerz gar nicht hören. Wir können sie doch nicht einfach so zurücklassen, zische ich ihm leise zu. Sie wird uns nur aufhalten. Willst du etwa so enden wie sie? Zischt er verärgert zurück und seine Ohren laufen rot an. Ich blicke zwischen den beiden hin und her und möchte am liebsten losheulen. Warum musste das passieren? Plötzlich horche ich auf. Scheiße, pass auf! Schrei ich auf, doch es ist bereits zu spät. Der Pfeil kommt zu schnell und er durchbohrt Nina direkt durch die Brust. Ich kann sehen, wie ihre Augen sich verdunkeln und ihr schmaler Körper erschlafft. Verdammt! Flüstert Adrian und duckt sich. Wir wissen, wo ihr seid. Es gibt kein Entkommen für euch! Höre ich den Jäger rufen und daraufhin folgt ein grässliches Gelächter. Wir müssen rennen! Wenn sie Nina erwischt haben, dann sind wir die Nächsten, flüstert er mir zu und als ob er von einer Tarantel gestochen wurde, sprintet er auf einmal los. Ich zögere einen kurzen Moment, doch dann renne ich ihm so schnell ich kann hinterher. Meine Beine sind schwer wie Blei, doch ich versuche es zu ignorieren, dass mein Körper nicht mehr kann, dass meine Freundin tot ist und dass ich hier vielleicht nicht lebend rauskomme. Dabei hat das Wochenende eigentlich doch so entspannt angefangen. Ich konnte Leonie endlich dazu überreden, campen zu gehen. Eigentlich hasst sie sowas. Aber nachdem ich sie ein paar Wochen bearbeitet hatte, hat sie endlich eingewilligt. Ich habe eine echt nette Berglandschaft entdeckt und da ich schon öfters campen war, habe ich mich entschieden, dass wir Wildcamping machen. Was konnte schon schiefgehen? Die Nacht verlief auch total entspannt und wir wachten zu einem wunderschönen, kühlen Sommermorgen auf. Doch gerade als Leonie den Kaffee aufsetzte, hörten wir plötzlich lautes Geraschel und wie aus dem Nichts erschienen zwei Leute aus den Gebüschen. Sie waren total verstört und sahen aus, als ob sie durch die Hölle gegangen sind. Bitte helft uns, schrie das Mädchen auf. Sie kommen, um uns zu töten. Beruhig dich, wer kommt? Fragte Leonie verwirrt und versuchte das Mädchen zu beruhigen. Die Jäger, sie sind hinter uns her, antwortete ihr der schwer schnaufende Typ. Habt ihr ein Handy? Wir müssen sofort Hilfe rufen. Ja, wir haben eins, aber hier gibt's kein Netz, antworte ich ihm und blicke ihn dabei total verwirrt an. Ich kann mit der Situation noch immer nicht umgehen und verstand nur Bahnhof. Jan, höre ich plötzlich die leise Stimme von Leonie und ich drehe mich zu ihr um. Still stand sie da. In ihrem Gesichtsausdruck spiegelten sich unterschiedliche Emotionen wider. Schmerz, Verwirrung, Angst. Als ich zu ihr blicke, bleibt mein Herz stehen. In ihrer Brust steckt ein langer Pfeil. Leonie! Ich rannte zu ihr, doch sie fiel bereits auf die Knie. Bleib bei mir, bleib bei mir! Schrie ich auf und blickte mich verloren um, doch außer den zwei anderen war weit und breit niemand da. Ich spürte Leonies Hand auf meiner. Traurig blickt sie mich an und ich wusste, dass ich nichts für sie tun konnte. Jagt uns überhaupt und was wollen sie? Versuchte ich bei den beiden herauszufinden, als wir uns den Weg durch die Wälder bahnten.
Es zerbrach mir zwar das Herz, aber ich musste Leonie zurücklassen, um mein eigenes Leben zu retten. Ich hatte nichts, womit ich mich wehren konnte. Meine einzige Chance war zu fliehen. Wir wissen es selber nicht. Wir kennen uns auch gar nicht. Wir sind unabhängig voneinander wandern gegangen und sind dann eines Morgens plötzlich gefesselt an einem komplett anderen Ort aufgewacht. Die beiden Männer, die uns dann freigelassen haben, waren auch diejenigen, die uns entführt haben. Für sie ist das anscheinend eine Art Spiel. Sie jagen uns wie Tiere und wer mehr umbringt, scheint mehr Punkte zu bekommen. Wir waren eigentlich zu dritt, aber der andere hat sich entschieden, nicht mit uns zusammen zu bleiben. Ich habe keine Ahnung, was mit ihm passiert ist. Adrian erzählte mir, wie alles anfing, während wir immer höher und höher den Berg aufsteigen. Verdammt, Leute, ich hab Netz! Schrei ich auf, als ich auf mein Handy blicke. Mit zittrigen Fingern wähle ich den Notruf und schildere hysterisch die Situation. Ich schaffe es gerade noch, einen Standort zu verschicken, als plötzlich ein Pfeil neben uns landet. Versteck dich! Rufe ich Adrian zu und wir versuchen uns hinter zwei dicken Baumstämmen vor den Angreifern zu schützen. Ich entdecke einen spitzen, schweren Stein und hebe ihn hoch. Plötzlich höre ich Schritte. Kalter Schweiß läuft mir den Rücken runter. Ich bin vor Angst wie gelähmt. Ich weiß, dass ihr hier seid, ertönt plötzlich eine boshafte Stimme. Es gibt kein Entkommen mehr für euch. Die Schritte nähern sich und auf einmal steht er vor mir. Doch er hat den Rücken zu mir gewandt. Ich nehme alle Kraft, die ich habe, und mit einem dröhnenden Schrei haue ich ihm mit dem Stein über den Kopf. Der Jäger klappt sofort zusammen wie ein Kartenhaus und fällt zu Boden. Ich sehe das Blut an seiner Stirn runterlaufen. Was hast du meinem Bruder angetan? Ein lautes Gebrüll durchbohrt die Stille und ich erschaudere. Der zweite, ältere Jäger geht zu Boden und versucht, seinen Bruder wachzurütteln. Doch er reagiert nicht. Ich sollte rennen, doch meine Beine sind wie am Boden festgewachsen. Langsam dreht sich der Jäger um und schaut mich mit blutrünstigen Augen an. Dafür wirst du büßen, wispert er bissig und will sich gerade auf mich stürzen, als seine Augen sich plötzlich weiten und er zur Seite kippt. In seinem Rücken steckt ein Pfeil und Adrian steht mit zittrigen Beinen und einem Bogen in der Hand hinter ihm. Im selben Moment kann ich in der Ferne einen Hubschrauber hören. Wir haben's geschafft. Ich falle auf die Knie und breche in Tränen aus. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.